Was nicht unbedingt so buddhistisch sein muss, weil das meine Richtung ist, sondern eben das soll mehr von allgemeinem Interesse sein, schon in Richtung Meditation gehen. Aber mir ist wichtig, dass das konfessionsoffen ist. Ne? Also dass wenn jemand nicht diese Atemmeditationsgeschichte macht, sondern beten möchte oder ein Mantra rezitieren, dass er das leise machen kann. Ne? Also mein Fernziel ist, dass wir hier mehrere Leute sind von völlig verschiedenen Konfessionen oder Atheisten und einfach mal der Bevölkerung zeigen, dass stilles Beisammenrumsitzen durchaus eine Sache ist, die manche Leute echt machen. Und dass das auch was Tolles sein kann. Weil nach allem, was ich weiß über, dann können wir das ja als Thema vielleicht heute nehmen. Nach allem, was ich weiß, haben alle Religionen und Weisheitslehren das Wort heißt Soterologie, also so eine Art Befreiung als Ziel. Ja. Und alles, was ich auch weiß aus der Neurowissenschaft, es kann sein, dass alle Religionen nichts anderes machen, als uns zu zeigen, wo es eigentlich zur Weisheit hingeht. Ne, auch rein Entwicklung vom Gehirn kann so sein. Ja. Weil auch die Deutung, was denn Gott ist, deutet für mich immer wieder aufs Gleiche. Etwas, was man, also man kann Gott nahe kommen im Gebet, man kann Gott als das große Ganze oder zum Beispiel diesen Zen-Kreis nehmen. Es deutet alles in eine gleiche Richtung. Weil Weisheit kommt, also man kann so ein Schnüffeln von Weisheit in der Meditation mitkriegen, nachdem man sehr, sehr tiefes Glücksgefühl erfahren hat. Und das gibt diese Beschreibungen ähneln in vielen Religionen. Also man hat Brahma geschaut. Ne? Oder dummerweise, das gibt es in den abrahamischen Religionen, soweit ich weiß, nur in den Mystiker-Bereichen. Ne? Da gehört aber diese Liebe ungeheuer tief verwurzelt mit dazu. Egal, wir müssen das nicht zu weit ausweiten, aber für mich sind wir in der Beziehung, mindestens in der Beziehung, alle auf dem gleichen Weg. Egal, ob in der Religion, in der oder sogar Atheisten, die auf dem Weg sind zu mehr Weisheit und mehr Freundlichkeit. Und ich weiß, das klingt sehr hippie-mäßig, aber ich finde das trotzdem gut. Also ich finde es nett, wenn egal woher man kommt, wie man drauf ist, alle freundlich, aufmerksam und gelassen miteinander umgehen. Also ich finde das toll, ja. Also wenn wir alle so zusammenkommen können, weil dann können wir zusammen auch viel, viel mehr erreichen, als wenn wir uns immer auf der Arbeit oder im Privaten immer irgendwie versuchen, so hinzubiegen, wie ein Mensch sich das gerade vorstellt, dass der andere oder die andere sein soll. Ja, wenn wir alle zurück, also dafür ist Meditation gut, so eine Art Grundausgangsbasis zu schaffen. Ne, bei sich selber feststellt, wow, das brauche ich alles gar nicht. Wie viel Verstrickung und Zeug habe ich in mir selber, was mir im Weg steht und was ich quasi dann anderen unterschiebe oder fehlverstehe. Wenn das alles weggeht, ne? Und das Komische ist, dann sind wir schon fast fertig mit dem Intro, diese Verspannungen körperlich sind auch geistig. Ja. Also wenn ich schaffe, entspannter mit meinem Körper umzugehen, dann bin ich nicht mehr so verkrampft mit mir und den anderen. Also das wird auch benutzt. Also dass man nicht zum Psychotherapeuten geht und über sein Leben redet und das dann so kognitiv auflöst, sondern dass man wirklich
körperliche Entspannungsübungen macht und da auch sehr, sehr weit mitkommen kann. Und das ist auch Qigong meiner Ansicht nach. Genug Gequatsche, freundlich, aufmerksam und gelassen, zumindest für 20 Minuten, schaffen wir sowieso nicht. Eine Minute vorm Ende sage ich nochmal, dass wir uns diese merkwürdige Frage stellen ohne Antwort. Richtet euch ein, macht es euch bequem. Nur das Hibbeln und Zippeln sollte mit der Zeit weniger werden. Gürtel.
ehemaligen hohen Glocke ist Zeit für eure eigene merkwürdige Frage ohne Antwort. Wie fühle ich mich jetzt? Oder wie waren die letzten 19 Minuten? Zum Schluss ist entweder Zeit zu lächeln oder irgendwas zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt, oder eine Frage zu stellen. Ganz langsam bröseln die festgefahrenen, nach unten hängenden Mundwinkel und gehen langsam auf normale Neutralstellung zurück. Ja. Im Laufe der Wochen. Wenn du das öfter machst, kommst du gar nicht drum rum. Wenn du öfter so sitzt, dann passiert das von selber. Also irgendwann, also ich habe das mal gehabt, dass ich war ja auch ziemlich fertig eine Zeit lang, und irgendwann nach so einer längeren Sitzung, also es hat wirklich einen Monat oder so gedauert, irgendwann habe ich gemerkt, wie ich diese nach unten hängenden Mundwinkel mit Absicht aufrechterhalten habe, und dann habe ich wirklich lauthals gelacht, alleine. Also es war wirklich so ein Aufbrechen. Aber es dauert. Weil es geht auch weiter. Also diese, wenn du länger sitzt, eine halbe Stunde zum Beispiel, dann kann es manchmal vorkommen, dass du so Glückseligkeit erlebst. Das ist eigentlich, wenn du dann drüber hinweg bist, und so gibt es noch eigene Fallgruben und so, aber du merkst, Glückseligkeit kann unendlich sein. Also es gibt dann so Momente, wo du sagst, das habe ich noch nie erlebt, das kann gar nicht weitergehen, und es geht immer weiter. Und das ist auch die Richtung. Über den Fallstrick sage ich nicht, ist ja klar. Ne? Also wenn du sowas erlebt hast mal, dann willst du das wieder haben. Und die Zen-Leute sagen, das ist der Fluch des Satori, weil du willst das dann wieder haben. Du meinst die Fallstrecke. Das ist der, wenn du einmal so eine Glückseligkeit erlebt hast, ja, dann willst du das ja wieder haben. Ne? Das ist klar, du hast das erlebt und sagst, super, wusste ich gar nicht, das geht mit so einem blöden Rumsitzen, kann man es erleben? Und dann nächstes Mal, ne, zum Sitzen, super, ich setze mich jetzt hin und das will ich wieder haben. So läuft das nicht.
Und das ist der Fluch des Satori, ist, das dauert Jahre, Jahrzehnte, bis du diesen "Ich will das haben" aufgibst. Weil das kommt nur, wenn du in Ruhe bist und frei laufen lässt. Aber, also, weil das ist wirklich krass, dieses Glücksgefühl, was man erreichen kann. Das kann man mit Beten auch. Also wenn du lange, lange betest, dann kannst du irgendwann, also erstmal gibt es so ein Vorgefühl, dass du wirklich sagst, wow, ich bin zufrieden. Ja, so wirklich. Aber es geht halt eben endlos. Dann kannst du wirklich so ein Glückseligkeitsgefühl erleben, was du sonst auf keine Art und Weise erlebst. Und wenn du das dann einmal hattest, dann möchtest du das natürlich wieder haben, ist klar. Ja, und dann hast du den Weg dahin versperrt. Halt! Wir sagen zum Schluss dreimal Sadhu. Das soll aber wirklich, ist kein irgendwelcher geheimer Gott oder so, sondern wir übersetzen das. Man kann das übersetzen als wunderbar. Wir haben es auch als wunderbar getestet, aber es hat drei Silben und ist deutsch. Das ist doof. Wir sagen dreimal Sadhu und meinen wunderbar zusammen. Sadhu.